B2.0. Die nebenstehende Skizze zeigt ein Schrägbild des geraden Prismas ABCDEFGH, dessen Grundfläche die Raute ABCD mit dem Diagonalschnittpunkt M ist. Die Strecken EG und FH schneiden sich im Punkt N. Es gilt, AC sind 10, BD 6 und AE 10 cm. Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma. B2.1 zeichnen Sie das Schrägbild des Prismas ABCDEFGH, wobei die Strecke AC auf der Schrägbildachse und der Punkt A links vom Punkt C liegen sollen. Für die Zeichnung gilt, Streckfaktor Q ist gleich 1/2 und Verzerrwinkel Omega sind 45 Grad. Berechnen Sie sodann die Länge der Strecke ME und das Maß Phi des Winkels MEN und als Ergebnisse sind ME und Phi angegeben. So, starten wir mit dem Zeichnen. Beim Zeichnen ist es immer wichtig zu schauen, was liegt auf der Schrägbildachse. Damit fangen wir auch meistens an. Und ich heiße es, die Strecke AC liegt auf der Schrägbildachse und weiter Punkt A soll links von Punkt C liegen. Man hat hier oben auch noch die Skizze, an der man sich orientieren kann, was wo liegen soll. Und dann kann man auch schon starten. So, immer einrechnen, genügend Platz nach oben lassen, dass einem da die Zeichnung nicht in den Text oder in die obere Aufgabe reingeht. Also ich starte mit der Schrägbildachse, das heißt der Strecke AC. AC waren 10 cm. Ja, AC und AE jeweils 10 cm. Das heißt, wir zeichnen eine Strecke, die 10 cm lang ist. So, wir haben als Grundfläche, Grundfläche ist eine Raute. Damit wissen wir automatisch, der Punkt M ist Mittelpunkt der Strecke AC, weil sich bei einer Raute die Diagonalen immer gegenseitig halbieren. Also können wir auch den Punkt M sofort eintragen, nämlich Geodreieck abmessen. 10 cm, das heißt die Hälfte ist bei 5 cm zu finden. Also ist hier Punkt M zu finden. Weiter wissen wir, die Diagonale BD ist 6 cm lang, also in echt. Da die Strecke, die Diagonale BD allerdings nicht auf der Schrägbildebene liegt oder auf der Zeichenebene liegt, brauchen wir jetzt hier den Verzerrwinkel Omega bzw. auch den Streckfaktor Q. Das heißt, in unserer Zeichnung wird die Strecke BD insgesamt 3 cm lang, aber eben nur in der Zeichnung. Und da diese Diagonalen senkrecht zueinander stehen, wird der senkrechte Winkel, also 90 Grad Winkel, durch den Verzerrwinkel oder durch den Omega ersetzt. Also anstatt einen 90 Grad Winkel zu zeichnen, haben wir hier nur einen 45 Grad Winkel. Und wie gesagt, insgesamt in der Zeichnung 3 cm. So, dann brauchen wir noch die Eckpunkte verbinden. Den hier strichle ich jetzt, weil er letztendlich unsichtbar sein wird, also hinter von anderen Flächen des Körpers verdeckt sein wird. So, als nächstes brauchen wir noch die Höhe. Es ist ein gerades Prisma, das heißt, es geht einfach senkrecht nach oben. Und vorher ja schon erwähnt, die Strecke AE sind 10 cm und das ist nichts anderes als die Höhe. So, und obendrauf zeichnen wir jetzt genau das gleiche wie hier unten, weil beim geraden Prisma die Deckfläche Konkurrent zur Grundfläche ist. So, ich mache jetzt so, dass ich überall 10 cm senkrecht nach oben gehe. Und oben nur noch die Eckpunkte verbinde. F, G. So, dann natürlich ein bisschen zu schief, noch die Diagonalen. Vielleicht brauche ich die für irgendwann noch. So, und damit habe ich dann mein
Ja, mein gerades Prisma. Was in der Skizze jetzt noch eingezeichnet ist, ist die Strecke MN. Die zeichne ich auch noch mit ein, weil die für die kommenden Aufgaben auch noch gebraucht wird. Und wenn sie schon in der kleinen Skizze eingezeichnet ist, ist auch sicherlich nicht verkehrt, die drin zu haben. Dann sieht so unsere Zeichnung aus. Aber wir sind ja noch nicht fertig, weil wir sollen noch die Länge der Strecke ME und das Maß Phi des Winkels MEN berechnen. So, ich mache jetzt für mich noch kleine Skizzen, Notizen rein, was wie lang ist. Wir haben AE mit 10 cm, wir haben BD mit 6 cm. Die da ist auch 10, die da ist auch 10. Und dann mache ich hier oben noch 5. 5, dann sieht man es vielleicht besser. So, also was brauchen wir? Die Strecke ME. Was für eine Farbe? Ja, zeichne jetzt einfach mal farbig ein. So, die da muss ich berechnen und jetzt sieht man vielleicht schon, warum es, ja, ist ja, man kann es auch anders berechnen, aber warum es vielleicht sinnvoll ist, die Strecke MN noch einzuzeichnen. Also, wie kann ich jetzt ME berechnen? Ich schaue an, in welchem Dreieck liegt die Strecke ME und gucke dann, welche Sätze ich dafür benutzen kann. ME liegt im Dreieck MEN. Der Winkel, den wir nachher brauchen, Winkel MEN, lässt ja auch schon auf dieses Dreieck schließen. Dieses Dreieck ist rechtwinklig. Wir haben hier oben beim Punkt N diesen rechten Winkel, weil die Höhe ja durch das gerade Prisma senkrecht auf der Grund- und Deckfläche steht. Damit funktionieren Sinus, Cosinus, Tangens und Pythagoras. Wir haben gegeben die Strecke EN mit 5 cm, ist genau die Hälfte von EG. Und wir haben die Strecke MN mit 10 cm, ist nichts anderes als die Strecke AE. So, zwei Seiten sind gegeben, eine dritte Seite ist gesucht, damit kann man am schnellsten mit dem Pythagoras rechnen. Also, für die Länge der Strecke, nicht AE, sondern ich brauche MN, jetzt gilt Pythagoras bedeutet, die Hypotenuse zum Quadrat ist gleich Katheterquadrat plus Katheterquadrat. Hypotenuse liegt immer gegenüber des rechten Winkels. Also muss das die Hypotenuse sein, mit der beginnt man immer. Hypotenusequadrat ist gleich Katheterquadrat. Nix, halt, das ist nicht MN, sondern ME. So, also MN Quadrat plus EN Quadrat, setzen wir die bekannten Größen ein. MN waren 10 Quadrat plus EN waren 5 zum Quadrat. So, wer einen geeigneten Taschenrechner hat, kann es hier jetzt folgern oder wir lösen ein paar Hand. Ich muss nach ME auflösen. Das Quadrat kriege ich mit Hilfe der Wurzel weg. Also ME ist gleich die Wurzel aus 10 Quadrat plus 5 Quadrat. Und das kann jetzt hier jeder Taschenrechner lösen. Sind 11,18, genau die gesuchte Größe. 11,18 cm. Ja, auf zwei Stellen nach dem Komma runden. So, dann brauchen wir noch den Winkel MEN. Der Winkel ist hier zu finden. Wieder gleiches Spiel. Ich schaue nach, in welchem Dreieck liegt dieser Winkel und was kann ich dann für einen Satz ansetzen. Also wieder im Dreieck MEN. Wir kennen diesmal die beiden Katheten und die Hypotenuse. Die haben wir gerade berechnet mit 11,18 cm. Damit lassen sich Sinus, Cosinus und Tangens ansetzen, also alle drei Sätze, weil alles gegeben ist für den Winkel. Ich benutze jetzt den Tangens. Tangens sagt Gegenkathete durch Ankathete. Gegenkathete liegt immer dem Winkel gegenüber. Das wäre also hier die Strecke MN und Ankathete liegt am Winkel immer an. Das wäre die Strecke EN. Das ist ja unsere Hypotenuse. Also, daraus folgt, Tangens des Winkels MEN ist gleich Gegenkathete war MN durch Ankathete EN. Bekannte Größen einsetzen.
Tangens MEN ist gleich MN 10 durch EN 5. Und das kann man jetzt entweder wieder solvern, wenn es der Taschenrechner zulässt. Oder ich benutze die Umkehrfunktion, also Tangens hoch minus 1 von 10 durch 5. Das schafft jetzt wieder jeder Taschenrechner. Und ja, wenn man das eingibt, sollte dann auch der gesuchte Winkel 4 rauskommen mit 63,43 Grad. Ja, je nachdem, welche Lösung man nutzt, kann es eventuell sein, dass hier ein klein wenig ein anderer Winkel rauskommt, aber das liegt dann halt an einem Lösungsverfahren. Das ist dann kein Fehler, sondern eine kleine Abweichung. Kann passieren, muss aber allerdings nicht.